Hallöchen. So, Übungsaufgabe zu den T-Konten. Heute erstmal nur T-Konten eröffnen und ich weiß, ihr brennt da alle drauf, euch an die T-Konten zu machen. Deshalb der Ablauf wie gewohnt. Und zwar zuerst eine Stoffwiederholung und da gibt es gar nicht viel zu sagen. Dann bitte holt euch Zettel und Stift. Das macht nur Sinn, die ganze Sache, wenn ihr auch wirklich selber versucht, eigenständig das zu lösen. Schaut immer auf das Symbol, beziehungsweise in diesem Video kommt es nur einmal vor. Einmal pausieren, T-Konten eröffnen, dann die Lösung anschauen und hoffentlich einfach nur abhaken. Stoffwiederholung ist relativ simpel. Und zwar, das ist unser Aktivkonto. Also wir sehen Soll- und Haben-Seite und so weiter. Und was wichtig ist bei der Eröffnung, ist natürlich, wo steht der Anfangsbestand bei den Aktivkonten im Soll. Passivkonto sieht so aus, wie wir ja wissen. Und hier ist der Anfangsbestand im Haben. Und mehr braucht es gar nicht, um die T-Konten zu eröffnen. Aufgabe lautet wie folgt. Folgende Konten sind zu eröffnen. Einmal 2800 Bank, Anfangsbestand 5000 Euro. Dann brauchen wir die Kasse, Anfangsbestand 300 Euro. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung mit 8000 Euro. Dann noch die Forderungen mit 4000 Euro. Das Eigenkapital nehmen wir noch mit 70.000 Euro. Und dann habe ich noch gedacht, eröffnen Sie zudem die folgenden Konten mit einem Anfangsbestand Ihrer Wahl. Und dann nehmen wir 5710 Zinserträge, wir nehmen die Gehälter und wir nehmen Büromaterial. Also da dürft ihr einfach selber entscheiden, welcher Anfangsbestand macht für euch am meisten Sinn. Und jetzt dürft ihr bitte pausieren, nehmt euch Zettel und Stift her, eröffnet die Konten und dann schaut nachher, ob ihr es richtig habt. Wir lösen auf. Ich beginne jetzt mal mit den Aktivkonten. Also, was ihr hoffentlich gemacht habt, war ein T-Konto zu zeichnen und zwar bestenfalls mit Lineal. Das soll man immer sehr schön machen in der Buchhaltung. Dann nehmen wir jetzt mal das Konto 2800 Bank als erstes und nicht vergessen, Soll und Haben hinzuschreiben. Spätestens ab der zweiten Klassenarbeit gibt es da bei mir tatsächlich Punktabzug. Wer das vergisst, das gehört einfach dazu. Und der Anfangsbestand steht im Soll bei den Aktivkonten. Deshalb steht hier 5000 Euro auf der Soll-Seite. Damit ist das Konto eröffnet. Die Zahl davor, die 8000, das ist das Eröffnungsbilanzkonto. Da kommt das Geld her. Wer das schon gehabt hat, kann es gar nicht schon dazu schreiben. Entsprechend sieht dann auch meine Kasse genau gleich aus, nur eben mit 300 Euro. Und Forderungen aus Lieferung und Leistung mit 4000 Euro. Und schon habe ich diese drei Aktivkonten eröffnet. Übrigens nicht wundern, dass ich die so seltsam anordne, das ist rein aus Platzgründen. Dann machen wir weiter mit den Passivkonten. Da haben wir einmal Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Genau der gleiche Aufbau, nur jetzt eben der Anfangsbestand auf der Habenseite mit 8000 Euro. Und wir haben das Eigenkapitalkonto, das dann genauso aussieht, ebenfalls Anfangsbestand auf der Habenseite mit 70.000 Euro. Und zu guter Letzt haben wir jetzt noch die Konten Zinserträge, Gehälter und Büromaterial. Und das war eine kleine Falle, denn diese drei Konten sind Erfolgskonten. Und wer sich das Video dazu schon angeschaut hat, der weiß, dass ich keinen Anfangsbestand habe bei den Erfolgskonten. Das heißt, wer immer sich da jetzt großartig viele Zahlen überlegt hat, das war falsch. Erfolgskonten starten bei der Eröffnung, bei einem neuen Geschäftsjahr, wenn die Konten eröffnet werden, starten die mit dem Wert 0. Denn ich habe die abgeschlossen übers G&V-Konto am Ende vom alten Geschäftsjahr. Deshalb ist da noch nichts gebucht, wenn ich die Konten neu eröffne zum neuen Geschäftsjahr. Das war's. Ich hoffe, das hat geholfen. Wir werden natürlich im Anschluss bei der nächsten Übungsaufgabe weitermachen und auf den T-Konten buchen. Sobald das Video online ist, blende ich es hier oben ein. Und ansonsten, ja, wie immer, viel Spaß, viel Erfolg, bleibt gesund.